Du willst ein Analog Pocket? Mein Name ist Tom und ich erzähle dir jetzt, warum ich denke, dass das Quatsch ist und wie du viel Geld sparen kannst. Gerade sieht man gefühlt auf jedem Gaming- oder Technikkanal Videos zum Analog Pocket und wie geil und toll der ist und ja. Kein Wunder also, dass du einen haben willst und ich gebe zu, ich will auch einen haben. Ich besitze aktuell diverse echte Gameboys, die ich teilweise mit hintergrundbeleuchteten Bildschirmen aufgepimpt habe und 4 verschiedene Retro-Handheld-Konsolen, also wie auch der Analog Pocket einer ist, ja oder fast ist. Alle von ihnen waren günstiger als der Analog Pocket oder sogar sehr viel günstiger und haben einen entscheidenden Vorteil. Sie spielen ROMs ab, die du dir vorher illegal aus dem Internet gezogen hast. Aber halt, der Analog Pocket hat doch gar nicht den Anspruch, irgendetwas zu emulieren, wirst du jetzt sagen. Er kann echte Spiele von diversen Systemen abspielen und bildet die echte Hardware ziemlich gut nach. Und da sind wir auch schon beim Knackpunkt. Wen interessiert es denn bitte, wie die Spiele abgespielt werden? Wenn du ein richtiger Technik-Nerd bist, dann verstehe ich das. Dann siehst du das Besondere und die Eleganz, die in diesem 200 Euro teuren Gerät liegt. Aber wenn du einfach nur alte Spiele unterwegs spielen willst, gibt es weitaus sinnigere Lösungen. Und das mit dem Spielen von originalen Spielen hat auch so seine Tücken. Neulich wollte ich auf dem Game Boy Color mal wieder Pokémon Silber durchspielen. Aber Pustekuchen. Die Batterie des Spiels ist leer und es wird nicht mehr gespeichert. Das wird dir mit einer emulierten Version nicht so leicht passieren. Das Argument der echten Spiele ist eigentlich nur was für echte Puristen und die spielen dann auch lieber auf Original-Hardware. Der Analog Pocket ist vom Äußeren eine echte Augenweide und wirklich, wirklich schön. Da halten die Handhelds, wie ich sie hier habe, nicht im geringsten mit, ist klar. Und das Dock, das man für günstige 90 Euro dazu kaufen kann, bringt deine alten Spiele dann sogar noch auf den Fernseher. Aber das kannst du mit einigen billigeren Handhelds auch. Und die kannst du dann auch direkt ohne Dock an den Fernseher anschließen. Aber ganz ehrlich, das macht doch auch kaum jemand. Oder? Also ich nicht. Der Analog Pocket hat im Vergleich zu den normalen Emulator-Handhelds ein unfassbar gutes Display. So gut, dass es eigentlich eine Verschwendung ist, darauf nur Spiele zu spielen, die halt diese Auflösung gar nicht nativ ausreizen. Durch sehr gut gemachte Filter kann der Analog Pocket aber Spiele so darstellen, wie sie grob mit ihrer Pixeligkeit wirklich auf den echten Geräten aussehen. Es kann durchaus sein, dass der Analog Pocket in den nächsten Monaten oder Jahren gehackt wird und man dann auch ohne Probleme ROMs darauf laufen lassen kann. Oder man nutzt eine Flashcard, auf der man seit, vielen Jahren schon Spiele für Originalsysteme nutzen kann. Aber so richtig ergibt das für mich alles keinen Sinn. Weiterhin besitzt der Analog Pocket keine L2 und R2 Buttons und keine Analog-Sticks, was natürlich verständlich ist, denn für PlayStation, N64 und höhere Generationen ist der ja auch gar nicht ausgelegt. Das sind aber die Systeme, die andere Emulator-Handhelds, die weniger kosten, durchaus können und haben. Bist du ein echter Technik-Nerd, der es okay findet, 200 Euro für ein sehr gut designtes Gerät auszugeben? Cool. Dann reihe dich in die Warteschlange der Vorbesteller oder Besteller ein. Willst du aber wirklich nur die Spiele von früher spielen, ja, besorg dir einen Emulator-Handheld. Damit wirst du nicht nur Geld gespart haben, sondern hast auch mehr Möglichkeiten. Welchen Emulator-Handheld sollst du dir jetzt aber holen? Das ist wirklich nicht so einfach, denn sonst hätte ich ja nicht 4 verschiedene. Meine persönliche Empfehlung sind aber der BitBoy Pocket Go oder du guckst, was es von Nburnik gibt. Ich packe dir in die Videobeschreibung mal einen Kanal, der sich hauptsächlich mit solchen Handhelds beschäftigt. Was hältst du vom Analog Pocket? Ist der sinnvoll oder einfach nur Hype und du denkst auch, dass ein Emulator-Handheld besser ist? Ich bin ein Pferd. Ich trage Schweif. Ich bin ein Dachs. Ich bin zu zweit.